Yo, ha, hi. Willkommen zu meiner neuen Dead by Daylight-Reihe. Wir entkommen durch die Bodenluke. Ich habe direkt das brennende Totem bei mir. Man hört wieder nur meine Stimme, weil ich wieder mit den anderen über Discord Ich höre rede. direkt am Ausgang das Totem. Staubsauger. Ich spule die unwichtigen Parts vor. Ja, Die es ist Dings. Verfolgung vom Killer lasse ich Das drin. Gespenst. Und Boden. ansonsten, ja, werde ich so ein bisschen kommentieren, was ich mache, damit es nicht ganz so langweilig ist. Wir haben am Anfang direkt mitbekommen, dass es eine Spirit ist mit heimgesuchter Boden, verteufelter Boden, keine Ahnung, wie der Perk jetzt heißt. Hier hat sie mich einmal ganz kurz gehabt. Aber ich habe das trotzdem ein bisschen gespult, weil die Chase nicht wirklich lang war und es nicht wirklich viel passiert ist, außer dass sie den ersten, den sie da geklatscht hat, geslackt hat. Ja, ich bin dann rumgelaufen, wir haben geheilt. Sie hat bis da noch keinen gehängt, weil sie dadurch, dass sie mit mir halt in der Chase war, den sie geslackt hat, verloren hat. Dann hat sie die erste aufgehängt. Nachdem wir den ersten Gen fertig haben, ist nicht die leichteste Map für diesen Killer, muss man sagen. Obwohl der Killer wirklich sehr stark ist an sich. Aber ich hätte auch so meine Probleme als Spirit auf der Map. Ich habe meine Probleme auf der Map auch als fast jeder Killer. Also, ja. Abgesehen davon, dass ich Killer nicht wirklich spiele, also kann ich da nicht wirklich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, ich war gut, weil ich kenne die Map. Also ich kenne die Map als Survivor und ich weiß, wo was ist und so, aber dadurch, dass die Shit, Map oh shit. ein kleines Rework bekommen hat, war das für mich ein bisschen schwer. Ja, Genauso das wie hier. Ich blöde dachte, ich Mädchen. könnte mich verstecken und saß einfach nur wie auf dem Präsentierteller. War dumm von mir. Lauf, Cat, lauf. Aber ja, das passiert halt eben, wenn du dich scheiße anstellst, so wie Medic! ich manchmal. Ansonsten hat das eigentlich ganz gut Haha! geklappt. Wir haben schon drei Ah, das ist Generatoren ein bisschen fertig und es kaputt. hingen bis jetzt nur zwei. Hater! Also wir sind ganz gut dabei, glücklicherweise. Die Absprachen haben gut geklappt. Jo. Ich weiß Hä? nicht, was der Killer jetzt hier getan hat oder was er sich dabei Hin? gedacht hat. Aber plötzlich hatte ich ihn Glück. nicht mehr am Arsch. Ich weiß nicht, Er wo sie hat hin dann ist. den Sie Jack hat sich verfolgt. einfach weggedreht. Was mir dann Zeit gegeben hat, das Totem wegzumachen. War auch mein Glück, dass ich direkt am Anfang gleich neben dem brennenden Totem gespawnt bin. Gut, es war heimgesuchter Boden, aber es war nicht schlimm, weil der Perk, wenn man den am Anfang ausschaltet, dann bringt er dem Killer halt wirklich am wenigsten. Auch wenn er dann einen erwischt, ist es dann halt der erste, der hängt, ne? Also deswegen sage ich, ach, wenn du ein brennendes Totem am Anfang siehst und du bist nicht verflucht oder nicht offensichtlicherweise verflucht, So ein und du bist hier raus. könnte heimtückischer Boden sein. Mach's weg, Wie? weil wenn du es Puppert. stehen lässt für später oder wenn es später der Random Puppert auch erwischt rum. oder so, ist es halt doof, wenn es dann Hier ist gerade nichts den kaputt. erwischt, der dann Du kannst ihn holen. dead on hook ist. Na, Und aber das wieder? ist jetzt dazu. Hier habe ich mich auch Nicht wieder dumm gesehen. angestellt. Ich hätte in den Schrank gehen sollen. Ich nehm die mal mit. Aber Oh, ich meine hing noch nicht und Uzi. deswegen habe Ist ich gemein. gedacht, ey, lieber auffällig spielen, damit sie mich jagt, damit die anderen Zeit haben, sich zu heilen. Ich sehe sie ja durch meinen Perk. Weg. Hörst du auf? Und ein bisschen weglaufen kann ich. Wenn hier eine Palette gewesen wäre, hätte ich Aber es geschafft, aber Scheiße, da waren Mädchen. keine Paletten, deswegen habe ich Aua. gemerkt, okay, ich liege, macht nichts. Alles gut, First einer noch Hook, hängen. ein Gen noch übrig. Jetzt seht ihr mich gleich Alles liegen. ganz, ganz easy, ganz locker. Sie hat mich dann aufgehängt. Da hänge ich dann auch eine Weile, weil ich gesagt habe, ey Leute, wir haben Zeit, macht einen Feuerwehr! Generator, ich habe Adrenalin, alles gut, alles Rennen kein da uns Problem, wir rum? kriegen das Ich hin. hätte gerade Probleme gleich. Obwohl, nee, nee. Übrigens ein sehr, sehr, diesen Perk-Build habe ich quasi, habe ich für mich entdeckt. Ich kombiniere ihn auch noch gerne anstelle, wir schaffen das mit dem Perk von Felix, der seine Heilung pro verletztem Überlebenden erhöht. Das ist schon ziemlich heftig. Und auch noch das Retten vom Haken. Hier haben wir ein bisschen Schrankverstecken gespielt, weil wir nicht wussten, wo der Killer rumstaubsaugert. Wir haben ihn kurz gehört. Und dann ist mir aufgefallen, ja okay, der ist ja jetzt tot. Und ich war der Meinung, in der Kiste den Schlüssel gesehen zu haben. Ich glaube, das habe ich da schon.
Jedenfalls haben wir einen Schlüssel in Game gehabt, das wusste ich. Ich bin dran vorbeigelaufen in der Chase. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg, den letzten Gen zu machen. Dann kam aber Markus mit dem Killer bei uns vorbei. Und da habe ich den Schlüssel gesehen. Genau, da habe ich ihn gesehen in der Kiste. Und ich nehme ihn gleich mit, weil der Killer mich verfolgt ab hier. Da ist der Schlüssel. Ich habe mir gedacht, ach, mein Medkit brauche ich nicht mehr. Im allerschlimmsten Notfall kann ich noch einmal hängen. Ich habe Adrenalin dabei. Und lila Schlüssel ist wertvoller als ein braunes Medkit. Und wenn ich es hinbekomme, die Luke zu finden, und die ist ja jetzt schon da, weil einer tot ist, und da ist die Luke. Ich habe die Luke gefunden. Tami, du siehst mich, komm zu mir. Hier. Ich habe die Luke gefunden. Ja. Ja. Durch den Perk können wir uns beide gegenseitig sehen, ja, deswegen wusste sie, wo ich bin. Sie hatte den Killer am Arsch, ich wusste das, aber ich habe gesagt, ach komm, egal, vielleicht. Ja, ja. Und jetzt passiert was Magisches. Sie liegt und der andere wird verfolgt. Markus, weißt du ungefähr, wo wir sind? Er rennt direkt zu ihr. Hier bin ich, komm her. Aber der Killer verfolgt keinen von uns. Niemanden. Und ab dem Zeitpunkt dachte ich, das kann nicht ihr Ernst sein. Sie hätte beide auffangen können und ich hätte ein Problem gehabt. Aber so konnte ich die Luke öffnen und wir konnten alle durch. Es war sehr schön. An meinem Ende hörte ich dann nur noch von Tami: Mach auf die Scheiße! Mach auf die Scheiße! Mach auf die Scheiße! Ich so, ja, warte, 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 alles gut, ja, dann haben wir es aufgemacht und dann sind wir rausgekommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es kommen noch mehr dieser Videos. Ich habe einige sehr, sehr lustige Videos aufgenommen, wie ich am Ende alleine durch die Luke entkomme oder wie wir es gemeinsam schaffen mit dem Schlüssel. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!